Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy 15. Ja, wir haben in der Ja. letzten Folge den Typen hier kennengelernt, namens Dino. Und er hat uns jetzt auf der Karte markiert, wo Thomas, wir als Thomas, wie kriege ich nächstes demnächst hin meine müssen. Lieferung rüber? Momentan sind hier die preisgekrönten Fotos der vierten Fotowettbewerbs zum Thema Ignis zu bewundern. Okay. Und wo? Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Das sind seine Schnappschüsse. Okay. Aber die werde ich mir jetzt nicht alle Was für ein angucken. schöner Laden. Wirklich wunderschön. Ich Ja, aber mag er hat schon Ignis. recht. Also wir sollten uns schon gut mit ihm stellen, weil wer weiß, was der uns da noch für Ärger machen könnte. Mal sehen, ob sich hier ein paar Zutaten auftreiben lassen. Ist das eine Zutat? Hallo? Du solltest die eigentlich. Hallo, wieso nimmst du das nicht an? Da steht doch der Knopf unten. Ah, jetzt. Eine Katze. Nee, Was echt? ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann Oh. hast du bestimmt Hunger. Hunger also. Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Wir müssen hier irgendwas suchen. Der ist lustig. Überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich an der Venasküste aus? Okay, und wie? So, eine Nebenaufgabe wurde aktiviert. Lege im Menü unter Aufgaben fest, welche Aufgabe du erledigen möchtest. Unter Zielort und Inhalt der Aufgabe zu verfolgen. Muss ich das jetzt oder hat der das jetzt automatisch umgestellt? Ja, anscheinend nicht. Aufgaben. Das hungrige Kätzchen, das möchte ich jetzt verfolgen. So, ein Makrelenfilet besorgen. Müssen wir dann da hinten? Achso, können wir nicht von hier aus angeln? Müssen wir dann hinten zum Steg gehen, okay? Gut, dann machen wir das doch mal. Die da unten sind immer noch mit sich beschäftigt hier. Die arme Frau, die wird ständig nass gemacht von diesem bösen Typen da. Da müssen wir aber wahrscheinlich runter, oder? Was bist du denn? Einkaufen. Ach, der verkauft Waffen. Oh, mal eben gucken können wir Hoffe, es aber. ist was für dich dabei. Okay, ja gut, wir haben jetzt natürlich keine Gil, aber wir gucken trotzdem mal eben rein. Ein Breitschwert, Attacke 42. Nee, das ist meins, oder? Großschwert. Jagdspeer. Brecher. Nee, das sind doch seine. Okay. Ja, Bis in können wir Bälde. natürlich nichts kaufen, habe ich ja schon gesagt. Aber war zumindest mal ein Versuch wert, mal eben reinzugucken, was er denn da hat. So, ich schätze mal, wir müssen uns da auf den Steg stellen. Oh nee, jetzt sag mir bitte nicht, dass wir jetzt mit der Sprechen. Ah nee, das ist offen. Mit dem Sprechen brauchen wir hier Köder oder so. Einkaufen. Moin, moin. Zum Küstenfischen hier? Spinnenseide. Geeignet für Schlangenkopf? Leute, ich habe eben fast mein ganzes Geld ausgegeben, weil die gesagt haben, wir brauchen Heiltrank. Was habe ich denn noch? Muss ich überhaupt einen Schaff Köder doch Schnorris. kaufen? Noct, willst du dir das mal ansehen? Hey, Noct, da kann man bestimmt gut angeln. Echt jetzt? Das wäre das erste Mal, dass wir außerhalb der Königsstadt angeln. Was es hier wohl für Fische gibt? Weiß nicht. Versuchen wir es einfach mal. Okay, wir schauen mal. An der Venasküste beißen unter anderem Dickkopfmakrelen und Galdinstachelmakrelen. Yeah, angeln. So motiviert sieht man dich selten.
ja, hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Es sei denn, wir haben wirklich keinen Köder, aber ich hoffe mal drauf, dass wir einen Köder haben. Auf in den Kampf. Du hast deine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuch es am besten gleich einmal. Markiere zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Ist das jetzt schon markiert? Auswerfen. Ja. Die ungefähre Position von Fischen wird auch auf dem Radar rechts oben angezeigt. Ach so. Orientiere dich an ihm und dem Marker, wenn du deinen Köder auswirfst. Würde ich ja gerne. Boah. War das jetzt ein Fisch? Bitte? Wollt ihr mich verarschen? Also mit rechts die Angelrute einholen. Versuch ihn durch langsames oder unregelmäßiges Einholen des Schnurs zum Beißen zu bewegen. Haken festsuchen. Losgerissen. Okay, das scheint jetzt doch sehr kompliziert zu werden hier. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Also das mit dem Einholen und so, das ist ja okay. Hier ist aber kein Fisch. Wo hat der denn jetzt reingeworfen? Ich dachte, der markiert dann auch wirklich die Stelle. Achso, den muss ich selber. Ah, okay. Immer schön das Gewicht des Köders beim Auswerfen im Hinterkopf behalten. Ja, die Fische wollen nur nicht anbeißen. Ich vermute mal, dass ich ein bisschen hinter den Fischen reinwerfen soll. Das ist auch wieder so eine Sache, die absolut komplett anders ist als in Final Fantasy Online, weil da drückt man nur einmal zum Reinwerfen und man drückt einmal, um den Fisch zu holen. Ja gut, es kann sein, dass der sich losreißt. Das ist möglich. Aber man muss halt jetzt nicht so eine komplizierte Technik anwenden, um überhaupt einen Fisch da zu kriegen. Sehe aber den Fisch nicht, den ich oben im Radar sehe. Da unten ist einer. Na, bist du noch aggro auf mich? Das war ein dummer Fisch. Er ist nicht rangegangen. Ich weiß schon, wie die Überschrift heißen wird. Angeln. Ich hasse es. Oh Gott. Jetzt ist schon ein Nachtangeln daraus geworden. Irgendwie ist das kein gutes Zeichen. Ja, wie ihr seht, ich habe jetzt gerade abgebrochen. Ich habe den kompletten Abend, die komplette... Kann ich hier raus? Aufhören zu angeln. Achso. Die komplette Nacht und diesen Morgen versucht zu angeln, aber ich habe es absolut einfach nicht geschafft. Schade, dass man die anderen nicht zum Angeln schicken kann. Ganz ehrlich, ich gebe es jetzt erstmal auf mit dieser Aufgabe. Vielleicht können wir das ja später noch machen. Ich finde es schade, weil erstens die empfohlene Stufe ist Stufe 1. Und das hätten wir natürlich jetzt wunderbar hinbekommen. Und zweitens möchte ich dem armen Kätzchen natürlich helfen, aber das funktioniert natürlich so nicht so einfach.
Die Frage ist jetzt, müssen wir da zu Fuß hinlaufen oder können wir da... Eigentlich ist das nicht viel, ne? Können wir da mit dem Auto hinfahren? Wir müssen ja eigentlich sowieso wieder nach hier zurück. Aber das ist schon... Vielleicht können wir da auch einfach schnell mit dem Auto hinfahren. Das ist ja schon fast ein Kilometer. So, schauen wir mal. Hallo, gehst du mal da hoch? So, automatisches Fahren. Genau, zum Aufgabenziel. Der Deal mit Dino. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Ist ja schon eine geile Lackierung, die jetzt drauf ist. Absolut kein Respekt vorm Königshaus. Aber echt, wir sind faktisch Laufburschen. Hier draußen sind Ränge und Namen nicht viel wert. Besser als das Gehabe bei Hof. Also es tut mir auch leid, dass ich das jetzt mit dem Angeln abgebrochen habe, aber ganz ehrlich, es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt da eine halbe Stunde rumangel und trotzdem letztendlich nichts rausbekomme und ja, dem Kätzchen nicht helfen kann, weil ich keinen Fisch bekomme. Dann breche ich das Ganze lieber ab und schaue, dass ich dann hier bei den Aufgaben erstmal weitermachen kann, damit wir dann im Spiel auch wirklich was weiterkommen. Weil ich jetzt schon gemerkt habe, dass diese ganzen Angelsequenzen ziemlich beschissen sind. Also nicht so schön und einfach wie bei Final Fantasy Online. Einmal drücken zum Auswerfen, einmal drücken, um den Fisch einzuholen. Wobei der, wie gesagt, auch abreißen kann. Ja. Bei Teso ist es übrigens genauso einfach. Also auch nur drücken und dann wieder drücken zum Einholen. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Ein kleiner Spaziergang durch die Wildnis? Es geht nichts über die freie Natur. Es hörte sich jetzt gerade so ein bisschen komisch an. Hallo. Mich würde es ja immer noch interessieren. Ja, und wie kommen wir jetzt da runter? Mich würde es ja immer noch interessieren, ob uns jemand plattfahren kann. Liefert Erze zur Herstellung von Lacken. Ja, und was? Oh, Moment, da ist... Saulhennschlucht. Ja, das bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Also, genau hier wäre jetzt theoretisch der Punkt. Aber hier können wir nichts abernten oder ähnliches. Jetzt ist der Punkt auf einmal auf der anderen Seite, hä? Die wissen auch nicht, was Schlaucht sie wollen. Das ganz schön. Ja. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt da rein? Jetzt ist der Punkt links. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh, halt, hier ist was. Oh, was für eine hübsche Farbe. Silberstaub, sehr schön. Oh. Sag mal, müssen wir da hin? Weckt ihn bloß nicht auf. Und wie, Moment, sprinten ist rechts auf einmal? Hä? Ich konnte die ganze Zeit nicht sprinten. Oh mein Gott. Aber wir müssen... Ich sehe hier überhaupt nichts. Das ist doch scheiße. Wir müssen aber vorne rum. Oh mein Gott. Halt die Klappe, Junge. Moment, da waren gerade Bohnen. Soll mir egal sein. Okay. Mehr können wir nicht mitnehmen. Oh mein Gott. Können wir auch die Straße runterspringen? Das wäre für mich jetzt einfacher. Oh fuck.
Wir waren's nicht. Oh, Scheiße. Weg ist der. Nee, jetzt kann ich wieder nicht sprinten. Das ist doch scheiße. Achso. Hab ich jetzt den Heiltrank gefunden? Ja. Okay, er ist jetzt abgehauen. Okay, immerhin etwas. Ich wollte aber hier nochmal eben gucken. Da oben ist noch was, genau. Erzfund, Leute! Gelbsteinsplitter, okay. Ah, die holen sich dann auch immer die Splitter. Das ist cool. Das ist schon irgendwie cool gemacht, muss ich sagen. Okay, dann können wir jetzt... hallo? Hat der jetzt wegen uns gehalten? Nee. Du, Ignis Essen ist doch besser als in jedem Restaurant, oder? Mag sein. Doch, ganz bestimmt. Ich finde jetzt nichts Besonderes da... daran, hm? Das liegt sicher daran, dass er schon immer für dich gekocht hat. Ich wollte gerade sagen, sollte der nicht eigentlich drehen? Aber dafür, dass er jetzt wirklich nur so ganz kurze Zeit gefahren ist, hat er schon ziemlich viel Benzin wieder verbraucht. Das finde ich gar nicht gut. Das heißt, im Endeffekt müsste man eigentlich gucken, dass man mehr oder weniger an jeder Tankstelle nochmal kurz tankt, weil man sonst unterwegs immer wieder liegen bleiben kann. Das wäre natürlich scheiße. Jetzt reden die nicht. Was soll das? Genau, setz dich erstmal drauf. Neue Nebenaufgaben werden durch Fragezeichen auf der Karte markiert. Okay. Wir sind da. Gut. Ja, dann würde ich sagen, Tank... Ja? Sag mal, willst du mich verarschen? Jedes Mal steht da, links drücken zum Tanken. Nee, unten war es, glaube ich, zum Tanken. Jedes Mal drücke ich das und jedes Mal springt er. Anstatt, dass das dann angenommen wird. Ich weiß nicht, warum. Also, ja, das ist schön. Das musstest du mir aber nicht sagen, weil das sehe ich ja selber. So, mit dem Typen müssen wir nochmal sprechen. Dann müssen wir hier wieder rum. Könnten uns jetzt natürlich auch Chocobos ausleihen, aber gut, wir haben ja ein Auto, ne? Wofür brauchen wir dann ein Chocobo? Das Auto bezahlen wir zwar auch, aber das kostet jetzt nicht so viel zum Auftanken. Allerdings müssten wir langsam aber sicher nochmal eine Quelle finden, wo wir wieder neues Geld kriegen. Hallo Kätzchen, tut mir leid, ich bin leider kein Angler. Willkommen am Galdinkai. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? So, Moment, wir waren... Geradeaus mussten wir rum, ne? Entschuldigung, bei Ihnen flambiert gerade irgendwas. Was ist das? Aus der Kosmogonie, die göttlichen Sechs, der Riese Titan, so stark wie der Fels, der Donner Gutramu, so weise wie die Welt, die Eisgöttin Shiva, so gütig wie frischer Schnee, die Wassergöttin Leviathan, so tobend wie die Brandung, der Schwertgott Bahamut, so stolz wie ein blanker Stahl, und der Feuergott Ifrit, so hitzig wie tiefster Verrat, dies sind die Götter, die Eos geformt haben. Also Leviathan kenne ich jetzt nur als Ea, nicht als Wassergöttin. Allerdings ist das wohl so ein riesiger Wasserdämon. Also das kenne ich schon, dass es Wasser ist.
Hallo auch. So, da. Dann geben wir dir doch mal die Sachen, die du haben wolltest, ne? Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Wie viel habe ich denn jetzt bekommen? Ach. 90 Gil. Das heißt, ich habe gar nichts bekommen. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Also, nein. Was soll ich jetzt investieren? Ihr seid ja hier lustig. Ja, ich würde dann erstmal sagen, da wir... Ach so, Moment, wir können ihn noch um die Hilfe, um Hilfe für die Überfahrt bitten. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben. Wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen, was? Ja, bevor wir aber übersetzen, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann die Überfahrt und alles, was dann danach noch folgt, in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao.